Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade an Tag 2. Ne? Tag 2 ist jetzt gerade vorbei in Saalbach. Und ich dachte mir, hey, ich gebe euch jetzt einfach mal so ein kleines Review von den ersten Tagen, so eine kleine Zusammenfassung, wie uns das Ganze so gefallen hat. Und vor allem auch lasse ich die Michi was dazu sagen, weil die ja das absolut erste Mal hier ist. Ich war ja bisher, ich war einmal hier, aber da war nur Panorama Trail und Blue Line offen. Und deswegen kannte ich schon ein bisschen was. Aber im Sommer ist das schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ich lasse die Michi jetzt erstmal ganz kurz und knapp so das erste Feedback geben und dann gehe ich so auf ein paar Punkte ein, die mir so ja, wichtig waren und hier im Sommer halt auf jeden Fall komplett anders sind. Also, kleines Feedback der ersten Tage. Wie hat es dir gefallen? Sind die Strecken anfängerfreundlich? Ist es zu schwer? Was sind so deine ersten Eindrücke? Ja, erstmal natürlich ist es mega geil. Allein schon, wenn man hier reinfährt, so das Panorama, die Aussicht. Das, was mir als erstes einfällt, ist einfach nur anstrengend. Die Abfahrten sind einfach viel, viel länger als in Deutschland. Und wenn man das vielleicht nicht so gewöhnt ist, dann ist man erstmal ziemlich platt und versucht, so jede Rast mitzunehmen, die es gibt. Ja, und von der Anfängerfreundlichkeit würde ich sagen, die blauen Lines sind auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger als in Deutschland, allein schon, weil es halt steiler ist und nicht alles so glatt geshaped ist. Aber mit bisschen Übung geht das schon. Ja, das war auch so mein erstes Feedback. Die blauen Lines sind auf jeden Fall nicht so blau wie bei uns in Deutschland. Hier jetzt im Sommer ist natürlich eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Also ich war ja hier, als ja praktisch alles schon vorbei gewesen ist. Und hier ist jetzt echt das ganze Dorf. Die ganze City ist einfach im Bike-Fieber, ist total verrückt. Du brauchst auch keine normalen Klamotten eigentlich mitnehmen, weil ja alle sitzen in Restaurants eh mit Mountainbike-Klamotten rum und man muss sich echt überhaupt nicht schlecht fühlen. Wir haben auch eigentlich kaum normale Klamotten mitgenommen, weil wir uns das schon so in die Richtung gedacht haben. Es ist natürlich auch viel, viel mehr los. Das ist schon klar. Also morgens, wir sitzen jetzt hier an der Kohlmeißbahn am Übungsparcours und hier ist morgens echt die Hölle los. Wir waren am ersten Tag, wollten wir am Panorama-Trail uns warm fahren und wir hatten einfach eine krasse Schlange. Das kannte ich gar nicht. Heute waren wir am Nachmittag hier und da war keine Schlange. Also man muss so ein bisschen wissen, wie der Hase hier läuft und wir werden auf jeden Fall versuchen, auch mal noch irgendwie ein paar Videos machen zu können, wo wir Außenaufnahmen machen. Allerdings müssen wir da natürlich fast allein auf der Strecke sein und irgendwie zum Liftschluss noch die letzte Gondel nach oben bekommen. Und bisher haben wir das organisatorisch einfach noch nicht auf die Kette bekommen. Ich finde es nicht mehr so anstrengend, wie ich es letztes Jahr fand. Letztes Jahr, als ich das erste Mal hier war, fand ich das Ganze auch super anstrengend. Aber jetzt, ich denke, das ist dem geschuldet, dass ich einfach ein bisschen sicherer fahre jetzt und mir nicht mehr so einen Kopf mache um Kurven. Ich fahre viel, viel lockerer hier runter. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich hier war, bin ich so verkrampft gefahren, dass einfach das alles super, super anstrengend war, weil ich mir einfach einen Kopf gemacht habe, ob das überhaupt alles noch ja, möglich ist. Ich war im März, Februar, März letztes Jahr habe ich angefangen Mountainbike zu fahren und ich war im Oktober hier, das heißt ein gutes halbes Jahr erst so auf Mountainbike und da fährt man natürlich nicht jetzt hier super selbstsicher runter. Das war heute und gestern schon eine ganz andere Nummer und mit dem Norco nochmal anders. Also ich bin mir sicher, mit dem Talk wäre ich hier auch gut zurechtgekommen, gar keine Frage. Aber so ein Downhill-Bike gibt dir einfach nochmal einen Ticken mehr Sicherheit. Und ich weiß, viele Leute sagen, man braucht kein Downhill-Bike. Habe ich auch immer gedacht, man braucht das eigentlich nicht. Und muss aber sagen, auch selbst auf so Strecken wie so ein Panorama-Trail macht es einfach mit so einem Big Bike einfach mega Bock. Und ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Ich finde allerdings, die Lifte könnten ein bisschen länger aufhaben. Also um 16.30 Uhr ist hier überall Feierabend. Und ich fände es so schöner, wenn wir irgendwie so bis 18 Uhr fahren könnten. So, jetzt haben wir ungefähr 18 Uhr oder so, ne? Wir haben jetzt 18.40 Uhr. Ja, 18.40 Uhr. Also bis 18 Uhr wäre echt super. Dann ja, hätte man auch noch am Nachmittag genug Zeit. So hat man einen ganz anderen Schlafrhythmus. Also wir beide, wir schlafen eigentlich immer so gegen 1, 2 Uhr nachts. Und hier, als erster Tag, wir lagen um 19 Uhr im Bett und da war dann schon Feierabend. Und wir stehen dann morgens um 8 Uhr auf und gehen frühstücken. Das ist auch, oder ich gehe sogar frühstücken, ich frühstücke nie. Total
ungewohnt einfach. Ich hatte beim letzten Mal das Feedback gegeben, dass man gar nicht unbedingt nach Österreich fahren muss, um Spaß zu haben, dass mir die Parks in Deutschland irgendwie reichen. Wie siehst du das? Würdest du sagen, ja, nö, also das Geld ist es mir eigentlich gar nicht wert, Hotel, Fahrtkosten, Tickets, reicht mir auch Deutschland? Oder würdest du sagen, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert? Also ich würde sagen, Deutschland reicht nicht. Schon alleine, weil das hier sich so richtig wie Urlaub anfühlt und die Kulisse ganz anders ist und auch die Strecken einfach ganz anders sind. Also man fährt ja wirklich lange runter und man hat auf jeder Strecke Spaß, halt auch auf den blauen Lines. Und die roten sind halt auch cool gebaut alles. Auf den schwarzen waren wir jetzt noch nicht oder werden wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, und deswegen finde ich es hier schon wesentlich schöner als zum Beispiel in Winterberg. Ja, da ist die Michi schon einen Ticken weiter irgendwie. Ich sehe das jetzt heute ganz genauso. Allerdings letztes Jahr dachte ich so, nö, das muss eigentlich gar nicht sein. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe so lange auch keinen Urlaub gemacht. Und für mich ist das der erste Urlaub seit richtig, richtig langer Zeit. Über mal einen längeren Zeitraum. Und ich genieße das halt mega gerade, so abzuschalten und mal nichts zu machen. Es ist auch eine angenehme Atmosphäre in der Stadt, obwohl hier eigentlich gerade ein Global Bike Festival ist. Davon bekommt man aber nicht so viel mit. Das ist anscheinend auch nicht so super gut besucht. Aber für mich war halt auch wichtig, dass es angenehm ist. Also ich glaube, Hinterglemm, Saalbach und so, man kennt das aus der Skisaison. Hier ist halt schon so High Life angesagt. Und das ist jetzt halt überhaupt nicht. Die Leute sind super entspannt. Einige von euch habe ich ja auch getroffen. Ihr wart auch alle super entspannt drauf. Mega cool. Christian und Finn, mit denen waren wir jetzt die letzten zwei Tage unterwegs. Mit denen war es auch unglaublich entspannt. Und ich bin persönlich so, um jetzt so noch ja, das Video zu so einem Abschluss zu bringen. Ich freue mich einfach mega noch auf die nächsten Tage. Leogang steht noch auf dem Programm. Schladming, wenn das Wetter gut läuft. Und ja, wir hatten auch überlegt, noch nach Sölden rüber zu fahren, aber das sind halt fast 4 Stunden Fahrt. Und da gehen halt einfach 2 Urlaubstage komplett drauf, nur mit Fahren fast. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich richtig happy über diesen Urlaub, weil ja, ich einfach so lange keinen Urlaub mehr hatte. Und das Mountainbiken hat mir das letzte Jahr so viel neue Sachen eröffnet, mal abzuschalten, neue Leute kennenzulernen. Und wenn man dann noch sein Hobby mit seiner Freundin teilen kann, ist natürlich so, was will man mehr? Und dann fährt man noch zusammen Urlaub und kann den ganzen Tag biken und am Abend zusammen chillen. Das ist halt ja absoluter Luxus. Und für mich, egal wie teuer dieser Urlaub geworden ist, am Ende des Tages war es auf jeden Fall alles wert, sage ich euch jetzt schon an Tag 2. Abschließende Worte, bevor die Abmoderation von mir kommt. Ich? Nee. Abschließende Worte. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach nur super geflasht. Ich finde es mega schön hier, mir macht es mega viel Spaß und ich finde es auch richtig cool, dass so viele Frauen mittlerweile Mountainbike fahren. Ich habe jetzt hier schon so viele gesehen und größtenteils wird hier auch echt Rücksicht genommen, wenn einer langsamer fährt, dass da nicht so übelst gedrängelt wird. Klar, manchmal ist man so ein bisschen genervt, wahrscheinlich, wenn ich dann mal vor einem fahre, der eigentlich mega runterbrettern will. Aber dann fährt man einfach irgendwann raus und dann wird sich nett bedankt und dann ist gut. Also das finde ich schon echt cool. Okay Leute, lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt gerne mal euer Feedback zu Saalbach in die Kommentare, wenn ihr hier gewesen seid. Ich weiß, ein paar waren nämlich von euch hier. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Tage und drückt uns die Daumen, dass das Wetter so bleibt wie jetzt. Macht's gut, ciao, ciao. This place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.